Okay, wir gucken uns mal ein paar Funktionen an, ein paar reelle Funktionen, ja, also f mit dem Definitionsbereich R und dem Wertebereich R, ne? Funktionen von R nach R und untersuchen die mal auf Injektivität und Sujektivität, ne? Also sind die injektiv und oder sujektiv und wir wissen, wenn sie beides sind, dann sind sie bijektiv. Okay. Und wir müssen ab und zu vielleicht noch schauen, ob die Funktionen, die wir uns anschauen, überhaupt Funktionen sind. Also in dem Sinne, ob gegebenenfalls müssen wir den Definitionsbereich noch einschränken, damit sie linkstotal sind, ne? Damit es linkstotale Relationen sind. Und das ist ja eine Voraussetzung dafür, dass es sich überhaupt um eine Funktion handelt. So. Ja, schauen wir uns mal folgende einfache Funktion an. F von x, warte mal, nochmal anders hier. So. F von x ist gleich ax plus b, ne? Mit a, b aus r. So. Naja, gut, das ist eine lineare Funktion. Wie sieht der Funktionsgraph aus? Ich skizziere es hier mal kurz. So, ein bisschen länger hier. So, x, y, ne? Der Funktionsgraph sieht folgendermaßen aus. Wir gehen hier beim y-Achsenabschnitt b durch die y-Achse durch und haben hier eine Gerade mit der Steigung a. Okay, spielt ja keine Rolle jetzt an der Stelle erstmal. So, handelt es sich dabei um eine Funktion, ja, denn wir können jeden beliebigen Wert aus R einsetzen. Das heißt, das ist eine linkstotale Relation. Linkstotal und rechts eindeutig. Rechts eindeutig deswegen, weil es jetzt kein x gibt, das auf zwei y-Werte abgebildet wird, auf zwei verschiedene. Ne? Also es gibt kein x, das zwei verschiedenen y-Werten zugeordnet wird. Insofern handelt es sich tatsächlich um eine Funktion, links total, rechts eindeutig. Und die ganzen Beispiele jetzt verbringen, die sind alle rechts eindeutig. Wir müssen uns nur überlegen, ob sie links total sind. Okay, jetzt ist das eine injektive Funktion. Injektive Funktion bedeutet, wenn wir jetzt hier uns den Funktionsgraphen anschauen, finden wir irgendwo einen y-Wert, der zu zwei verschiedenen x-Werten gehört. Ja, dann wäre es ja nicht links eindeutig, denn es gäbe zwei verschiedene linke Werte bei der Relation für einen und denselben rechten Wert. Ja, links steht x, rechts steht y. Okay, also gibt es irgendwelche zwei x-Werte, die demselben y-Wert zugeordnet werden? Offensichtlich nicht. Also ist eine injektive Funktion und sie ist sogar surjektiv, denn was müssen wir bei surjektiv prüfen? Gibt es irgendeinen y-Wert, der kein Funktionswert ist? Also gibt es irgendeinen y-Wert, dem kein x zugeordnet wird? Nö, finden wir auch nicht. Ne? Egal welchen y-Wert man nimmt, es gibt immer ein dazugehöriges x, das auf diesen y-Wert abgebildet wird. Insofern ist diese Funktion injektiv und surjektiv, also auch bijektiv. Da haben wir schon eine bijektive Funktion gefunden. Ne? Lineare Funktionen sind bijektiv. Gucken wir uns mal eine andere Funktion an. Nehmen wir mal f von x ist gleich x Quadrat. Ne? Das ist eine quadratische Funktion. Wie sieht die aus? Funktionsgraph ist, denke ich, klar. Es geht hier mal ein bisschen kleiner hier. So. So, okay. Ist eine Parabel, ne, der Funktionsgraph. So. Jetzt die Frage, ist diese Funktion injektiv und surjektiv? Erstmal, ist es eine Funktion? Ja, wir können, also rechtseindeutig haben wir gesagt, die Beispiele, die ich jetzt bringe, sind alle rechtseindeutig. Die Frage ist, ist die Funktion oder ist die dargestellte Punktmenge, wenn man sie als Relation interpretiert, ist sie dann linkstotal? Also wird jedem x ein y-Wert zugeordnet?
Oder gibt es x-Werte, die nicht eingesetzt werden dürfen hier? Nö, gibt es nicht. Wir können jeden x-Wert einsetzen. Das heißt, es handelt sich bei f, in diesem Fall von r nach r, tatsächlich um eine Funktion. So. Frage injektiv, subjektiv. Ist sie injektiv? Nein, sie ist nicht injektiv, denn wir finden y-Werte, denen zwei verschiedene x-Werte zugeordnet werden. Zum Beispiel diese hier. Ne? Da gibt es zwei verschiedene x-Werte, x1 und x2, die diesem y-Wert hier zugeordnet werden. Also ist nicht injektiv, nicht linkseindeutig. Ja, nicht linkseindeutig, weil wir, wenn das hier y ist, dieser Wert oder y-Problem, yp, ja, dann ist ja in der Relation enthalten x1, y-Problem und Quatsch, und x2, y-Problem. So, ne? Ist also nicht linkseindeutig. Ja, es gibt zwei verschiedene x-Werte, die demselben y-Wert zugeordnet werden. Nicht linkseindeutig, nicht injektiv. Ist auch nicht subjektiv, ne? Denn es gibt y-Werte, denen kein x-Wert zugeordnet wird. Ne? Zum Beispiel hier dieser, ne? X, y gleich minus 1 gibt keinen x-Wert dazu. Also ist auch nicht subjektiv. Ist also weder injektiv noch subjektiv. Gucken wir uns nochmal andere Funktionen an. Nehmen wir mal f von x gleich 1 durch x. Wie sieht denn das aus? Ja, muss man überlegen. Hat diesen Funktionsgraph hier, nennt man Hyperbel. Ne? So. Angenommen, wir würden jetzt hier sagen, f geht von r nach r. Ne? So. Da muss man feststellen, ist leider nicht, ist noch nicht mal eine Funktion, wenn wir so hinschreiben. Ne? Wenn wir so hinschreiben, ist es keine Funktion, denn sie ist nicht linkstotal. Wir dürfen nämlich eigentlich nicht hier für x0 einsetzen. Ne? Wenn wir für x0 einsetzen, haben wir ein Problem. Das heißt, die Tupel hier, diese Punkte, ne, wenn man sie als zwei Tupel interpretiert, die Relation visualisieren, dann gibt es kein Tupel, bei dem links die Null steht, weil die Null keinem Wert zugeordnet wird. Die Null steht nicht links, das heißt, es gibt mindestens einen Wert, der nicht auf der linken Seite eines solchen Tupels steht. Also ist diese Relation, die hier dargestellt wird, zunächst mal keine Funktion. Wir dürfen es eigentlich gar nicht so hinschreiben, aber wir dürfen jetzt zum Glück Folgendes machen. Wir dürfen den Funktionsbereich einschränken. Dann nehmen wir noch einfach die 0 raus. Ne? Und schon ist das Ding linkstotal. Linkstotal, es gibt jetzt keinen Wert mehr aus dem Definitionsbereich. Ne? Keinen Wert mehr aus dem Definitionsbereich, der nicht eingesetzt werden dürfte. Oder der. Es gibt keinen Wert, der nicht auf der linken Seite eines solchen Tupels, dargestellten Tupels, auftaucht. Also. Jetzt haben wir eine linkstotale Funktion, eine linkstotale Relation, die auch rechts eindeutig ist und damit haben wir eine Funktion. So. Ist das Ding injektiv? Gibt es einen Y-Wert, dem zwei verschiedene X-Werte zugeordnet werden? Ne, den werden wir nicht finden. Ne? Egal welchen Y-Wert man nimmt, gibt immer eindeutig einen x-Wert, der diesem y-Wert zugeordnet wird, also ist injektiv. Ist die Funktion surjektiv, finden wir einen y-Wert, der dem kein x-Wert zugeordnet wird. Ja, ne? Die 0, y gleich 0 ist ein Problem. Denn es gibt keinen x-Wert, der 0 zugeordnet wird. Na, 1 durch x kann niemals 0 werden. Also ist die Funktion noch nicht surjektiv. Okay, wir könnten sie surjektiv machen. Wenn wir jetzt hier aus dem Wertebereich noch die 0 rausnehmen, dann hätten wir eine surjektive Funktion. Das macht man aber in der Regel nicht, sondern man schränkt eigentlich in der Regel den Definitionsbereich ein. Ne? Dann handelt es sich halt nicht um eine surjektive Funktion. Okay. Machen wir vielleicht noch ein anderes Beispiel. Ja, das ist so eine schöne Funktion hier. Nehmen wir mal die Funktion f von x gleich e hoch x.
Oder irgendeine Exponentialfunktion, die geht hier durch die 1 durch, ne, wissen wir, die geht, macht ungefähr diese Bewegung hier, also hat ungefähr diesen Graphen. So. Wie steht es um diese Funktion? Naja, gut. Also erstmal kann man jeden x-Wert einsetzen, das Ding ist also linkstotal, also es handelt sich tatsächlich um eine Funktion. Jetzt die Frage ist, ist das auch injektiv, das heißt nee, Quatsch, links eindeutig, also finde ich einen y-Wert, dem zwei verschiedene x-Werte zugeordnet werden, dann wäre es nicht links eindeutig und dann ist es nicht injektiv. Finden wir aber nicht. Ne? Es gibt keinen y-Wert, dem zwei verschiedene x-Werte zugeordnet werden, so wie hier oben bei der quadratischen Funktion. Also ist injektiv. Ist es surjektiv? Wenn wir f von r nach r gehen lassen, ist sie nicht surjektiv, weil wir y-Werte finden, denen kein x-Wert zugeordnet wird, nämlich beispielsweise hier die minus 1 oder auch die 0. Ne? E hoch x gleich 0, da werden wir Schwierigkeiten haben, ein x zu finden, sodass das passt. Also auch diese Funktion ist nur injektiv. Und jetzt sehen wir noch ein weiteres Beispiel, um mal hier, gehen wir in die trigonometrischen Funktionen, ne? Nehmen wir mal folgende Sinus x. Ungefähr so aus, ne? Oh, das ist aber hinten ein bisschen verkorkst. Naja gut, ihr wisst, was ich meine, ne? Also hier haben wir die 1, da haben wir die minus 1. So, Sinus, wie sieht es da aus? Naja gut, das Ding ist auf jeden Fall mal, kann man jeden x-Wert einsetzen, ne? Also ist links total und rechts eindeutig, ist auch rechts eindeutig, weil wir keinen x-Wert finden, der zwei verschiedenen y-Werten zugeordnet wird oder so, ne? So, ist also tatsächlich eine Funktion, wenn wir von r nach r gehen. Die Frage ist nur, ist das Ding injektiv? Finden wir y-Werte, denen zwei verschiedene x-Werte zugeordnet werden? Naja, da gibt es jede Menge. Ne? Also hier alle Schlaglang wird ja der Wert 0 erreicht, beispielsweise. Ne? Also ist auf keinen Fall links eindeutig. Weil es zu jedem y-Wert zwischen der minus 1 und der 1, ja, jeder y-Wert zwischen der minus 1 und der 1, der ist ja unendlich oft Funktionswert. Also es gibt unendlich viele verschiedene x-Werte, die einem bestimmten y-Wert zwischen minus 1 und 1 zugeordnet werden. Also es ist nicht injektiv. Außerdem ist es nicht surjektiv, weil sag mir bitte mal schön hier, welcher x-Wert der 2 zugeordnet wird. Ne? Gibt es nicht, also nicht injektiv, nicht subjektiv, also auch nicht bijektiv.